Hallo zusammen und willkommen zum vierten und letzten Teil des ersten Kapitels. Diesmal geht es darum, wie man eine bestimmte Funktionalität, eine bestimmte Systemfunktion auf verschiedene Arten implementieren kann. Wir hatten ja letztes Mal im letzten Teil gesehen, wie man eine Differenzengleichung und eine Systemfunktion ineinander überführen kann. Und man kann jetzt zeigen, dass man ein beliebiges zeitdiskretes LTI-System durch eine diese folgende allgemeine Differenzengleichung beschreiben kann. Und wie wir vom letzten Mal wissen, wenn man das durch so eine Differenzengleichung beschreiben kann, dann gibt es auch einen Signalflussgraph, der dazugehört. Der sieht so aus. Und wenn man jetzt die Differenzengleichung und den Signalflussgraph miteinander vergleicht, dann sieht man, dass es einen Teil hier gibt, bei dem die Ausgangsgröße y von n nur von der Eingangsgröße abhängt. Das ist hier in diesem blauen Kasten gezeichnet. Das ist der transversale Anteil der Differenzengleichung. Und dann gibt es einen weiteren Teil, mit dem man sieht, die Ausgangsgröße hängt nur von verzögerten und skalierten Kopien von ihr selbst ab. Das ist der rekursive Teil. Und wenn man jetzt beides zusammen vorsieht, dann kann man, wie gesagt, beliebige Systemfunktionen, beliebige lineare Systemfunktionen damit beschreiben. Und man sieht jetzt hier an dieser Gleichung und an dem Signalflussgraphen relativ gut, relativ leicht, dass man den Signalflussgraphen, die Differenzengleichung und die Systemfunktion direkt ineinander überführen kann. Und daher rührt auch der Name dieser Schreibweise, das ist die sogenannte Direktform. Und zwar vom Typ 1, wer auch immer jetzt diesen Typen festgelegt hat. Das ist jedenfalls die Form, die man bekommt, wenn man von der Differenzengleichung, ohne nachzudenken, das quasi direkt aufmalt. Und was wir uns jetzt so ein bisschen angucken wollen in diesem Teil, ist, dass es für ein und die gleiche Systemfunktion, für eine und die gleiche Differenzengleichung viele andere Topologien gibt. Also die Frage, wie ordne ich meine Verzögerungsglieder und meine Skalierungsfaktoren, die Summierer und so weiter an, und die alle unterschiedliche H von Zs haben. Wir werden auch sehen, dass diese Direktform vielleicht am leichtesten abzuleiten ist, aber aus numerischen Gründen nicht unbedingt optimal ist. Und zwar gilt das speziell für rekursive Systeme. Bei nicht rekursiven Systemen ist das ein bisschen mehr egal. So, nochmal das gleiche wie auf der letzten Folie. Suchen Sie gar nicht erst nach dem Unterschied, es gibt keinen. Wir starten bei der Differenzengleichung und können die, ohne jetzt unser Hirn zu sehr auszurenken, transformieren in die Systemfunktion oder Übertragungsfunktion. Und wie wir gerade schon gezeigt haben, die Differenzengleichung, oder das kann ich natürlich genauso gut aus der Schreibweise im Frequenzbereich machen. Dann stelle ich mir vor, hier steht nicht TS, sondern Z und minus 1 drin. Diese drei Formen kann ich sofort, ohne nachzudenken, ohne zu rechnen, ineinander überführen. Wenn ich jetzt in eine andere Form das Ganze bringen möchte, dann gibt es verschiedene Rechentricks, verschiedene Eigenschaften, die aus der Linearität und der Zeitinvarianz folgern, mit denen man sich das Leben da etwas einfacher machen kann. Das erste ist, ich kann serielle Zweige zusammenfassen. Wenn einfach hier, wenn ich von x1 nach x3 gehe und da sind zwei Skalierungsfaktoren in Kette, ja, dann kann ich das durch einen Zweig ersetzen mit dem Produkt a1 mal a2. Habe ich zwei parallele Zweige, ja, dann kann ich einfach diese beiden Skalierungsfaktoren addieren, weil beide Pfade kommen letzten Endes, gehen von x1 nach x2 und summieren sich hier auf. Das ist wieder die Linearität, die ich da sehe. Dann sind die Systeme auch distributiv. Das heißt, ich kann Skalierungsfaktoren quasi über so einen Knoten schieben. Dann muss ich aber darauf achten, dass wenn ich das hier drüber schiebe, ich schreibe jetzt hier wirklich in Anführungszeichen, dass ich dann beide Teilpfade mit dem gleichen Skalierungsfaktor multipliziere. Das geht natürlich in beiden Richtungen. Ich könnte jetzt auch hier A1 ausklammern, dann müsste ich hier aber auch A1 ausklammern, sonst mache ich einen Fehler. Ist, glaube ich, relativ einleuchtend. Das geht natürlich auch in der anderen Richtung.
Also sozusagen in der Richtung mal Knoten schieben, funktioniert genauso. Dann eine ganz wichtige Umformung ist die Kommutativität. Das heißt, ich kann Teilsysteme einfach miteinander vertauschen und es kommt das Gleiche dabei raus. Das liegt letzten Endes daran, dass die Faltung kommutativ ist. Deshalb darf ich das hier machen. Dann gibt es noch mehr Rechentricks. Was häufig in rekursiven Systemen vorkommt, sind solche kleinen Schleifen, sogenannte Selbstschleifen, und rechnen sich selber nach. Das kennen Sie aus der Regelungstechnik sicherlich auch. Man kommt dann ganz einfach auf solche Terme hier. Das funktioniert auch mit größeren Schleifen. Dann tauchen natürlich jetzt beide Faktoren drin auf. Sollte alles jetzt nicht so wirklich neu für Sie sein. Was Sie vielleicht nicht so kennen, ist die Technik des Transponierens. Das heißt, Sie kehren den Signalflussgraphen um. Auch da muss man jetzt nicht zu viel dabei nachdenken oder gar rechnen. Sie müssen nur drei Schritte ausführen. Sie vertauschen alle Signalflussrichtungen. Und wenn Sie die Signalflussrichtungen vertauschen, dann führt das natürlich dazu, dass jetzt plötzlich an Addierern und Knoten irgendwie Pfeile in den falschen Richtungen anliegen. Das heißt, Sie müssen alle Summierer auch durch Verzweigungsknoten ersetzen und umgekehrt. Und dann müssen Sie zum guten Schluss, weil das auch nicht mehr passt, Eingang und Ausgang vertauschen. Und dann sind Sie fertig. Und das Beispiel auf der nächsten Folie, das sollten Sie dann mal selber rechnen. Die Frage ist jetzt, warum mache ich das? Was bringt das überhaupt, wenn bei diesen ganzen Umformungen ich nachher wieder ein System herausbekomme, was die gleiche Impulsantwort und die gleiche Systemfunktion hat? Aber wir werden sehen, es gibt andere Vor- und Nachteile, die erst sich dann bemerkbar machen, wenn Sie keine idealen Systeme mehr haben, sondern Effekte haben wie Laufzeiten oder vielleicht auch, wenn die Numerik sich nachher bemerkbar macht. Gucken Sie jetzt so ein rekursives System zweiter Ordnung an. Wir sehen, wir haben hier einen transversalen Teil und einen rekursiven Teil. Und das kann ich zum einen transponieren. Das sollten Sie unbedingt auch mal ausprobieren. Ich habe es hier transponiert und das ganze Netzwerk dann nachher wieder umgedreht. Normalerweise würde jetzt hier nach dem Transponieren das x von n stehen, hier das y von n. Ich habe es geklappt, damit man an unsere links nach rechts Denk- und Lesweise das Ganze angepasst ist. Das und das System haben die gleiche Systemfunktion. Dann kann ich hier in der Mitte das quasi ein bisschen auseinanderziehen. Wenn Sie das und das miteinander vergleichen, dann sehen Sie, da hat sich jetzt eigentlich noch gar nichts getan, außer dass ich diesen Addierer hier, der drei Eingänge hat, und das gibt es eigentlich gar nicht, das setzt sich eigentlich immer aus zwei Addierern mit zwei Eingängen zusammen, dass ich das jetzt gesplittet habe. So, und wenn ich das jetzt so geschrieben habe, dann kann ich hier quasi einen Schnitt machen und meine beiden Teilsysteme vertauschen. Das heißt, ich lege jetzt hier mein Eingangssignal an, hier kommt mein Ausgangssignal raus und ja, ich verbinde die beiden Systeme wieder miteinander. Wenn ich das mache, dann komme ich zu einem System, was so aussieht. Das erschließt sich Ihnen jetzt vielleicht nicht sofort. Das muss man wirklich in Ruhe mal Schrittchen für Schrittchen machen. Und es beruht darauf, dass wenn Sie das Ganze richtig drehen und spiegeln und klappen, dass Sie irgendwann zwei Pfade haben, wo quasi das gleiche Signal durch diese Kette von TS durchläuft. Und dann denkt man sich, ach, dann kann ich die eigentlich auch zusammenfassen. Dann spare ich nämlich Register. Und das nennt sich dann auch die kanonische Form oder Direktform Typ 2. Kanonisch heißt so viel wie minimal, das heißt, Sie kommen dann mit der minimalen Anzahl der Verzögerungen aus. Auch das System können Sie jetzt wieder transponieren. Dann kommen Sie zu einem, was nochmal anders aussieht. Das ist dann ein transponiertes Direktformsystem Typ 2. Und auch das hat die gleiche Systemfunktion, die gleiche Impulsantwort, die gleiche Differenzengleichung wie unser Ursprungssystem. Was ich jetzt nicht ausprobiert habe, sollte aber auch funktionieren, dass Sie von diesem System zu diesem durch entsprechende Umformung kommen können. Probieren Sie es selbst mal.
Auf der letzten Folie hatten wir gesehen, dass man durch Umformungen des Systems unter Umständen Register einsparen kann. Der Rest ist eigentlich noch entscheidender, weil Multiplizierer und Addierer deutlich mehr Platz wegnehmen auf einem Chip. Deshalb vergleicht man Systeme oft mit der Anzahl der benötigten Multiply Accumulate oder Multiply Add Befehle oder Hardware-Einheiten, die MACs. Und das sind ja auch die Grundfunktionen der digitalen Signalverarbeitung. Das heißt, mit Registern, Multiplizierern und Addierern kann ich beliebige LTI-Systeme realisieren. Und man kann normalerweise Multiplikations- und Additionsoperationen zusammenfassen. Deshalb sind die auch in Microcontrollern beispielsweise als Recheneinheit vorhanden. Und auf FPGAs gibt es auch Hard-Makros dafür, die es auch beides können. Man kann aber auch durch die Angabe von MAC-Operationen pro Sample oder MAC-Operationen pro Sekunde vergleichen, welchen Rechenaufwand verschiedene Algorithmen oder Architekturen erfordern. Und man kann auch abschätzen, ob ein Filter jetzt mit einem bestimmten Microcontroller realisierbar ist, weil man beispielsweise weiß, dass dieser Microcontroller unter Optimalbedingungen, ich sage jetzt mal eine Hausnummer, 20 Megamax pro Sekunde durchführen kann. Bei einem FPGA bin ich da jetzt ein bisschen flexibler. Ich kann ja innerhalb von gewissen Grenzen kann ich das Ganze parallelisieren. Aber auch da kann ich natürlich abschätzen, ob jetzt mit der gegebenen Anzahl der Multiplizierer und der gegebenen Taktrate sowas überhaupt realisierbar ist. Für unser einfaches Beispiel hier habe ich drei MACs. Ja, man könnte auch sagen zwei. Es ist die Frage, wie dieser eine einsame Multiplizierer realisiert ist. Aber da normalerweise die Multiplikation den höheren Aufwand braucht, würde man jetzt hier sagen, man braucht hier drei Multiply-Accumulate-Operationen pro Eingangssample. Wie viel MAX ich jetzt pro Sekunde brauche, hängt natürlich davon ab, wie schnell mein System getaktet ist. Die ganz einfachen Operationen, die wir jetzt auf der letzten beiden Folien gesehen haben, die ändern... Na, das stimmt nicht. Die Umformungen, die wir auf der letzten Folie gesehen haben, die ändern nicht die Anzahl der benötigten Rechenoperationen. Wenn wir auf der ersten Folie das Distributivitätsgesetz anwenden, dann kann es natürlich schon sein, wie ich das geschickt mache, dass da Multiplikationen dann entfallen. Jetzt kommen wir zum kritischen Pfad. Das ist eine, ja, das ist eine Einheit, eine Geschichte, die am beim Microcontroller-Design nicht begegnet, die haben aber bei jedem Design von Digitalschaltungen mit als erstes, wenn die Funktionalität dann gewährleistet ist, der dann anspringt. Der Grund dafür ist, dass normalerweise, ich sage erstmal in 99,9% der Fälle, Digitalschaltungen sogenannter synchroner Logik realisiert werden. Das heißt, alle Flipflops, alle Register, die an einem bestimmten Clockpfad angeschlossen sind, an ein bestimmtes Clock-Netzwerk, die übernehmen die Daten mit der steigenden Flanke des Clocks. Und das heißt, zu dem Zeitpunkt, wenn meine Clock-Flanke anliegt, müssen die Daten überall stabil da sein und auch schon so einen kleinen Moment lang anliegen. Das ist die sogenannte Setup-Zeit, die das Flipflop braucht, damit die Daten jetzt einwandfrei benommen werden. Ist das nicht gegeben, dann kann es sein, dass Fehler bei der Datenübernahme auftreten. Zwischen meinen Flipflops befindet sich jetzt irgendeine Form von Wolke, irgendwelche Gattern, Lookup-Tables, Verdrahtung. Und die Menge jetzt der Operationen, durch die sich jetzt irgendwelche Bits durchschieben, sieht man hier, wie es das langsam durchklappert. Und dann kommt irgendwann die nächste Clock-Flanke. Die bestimmt die Laufzeit. Und die Laufzeit bestimmt letztendlich, wann ich frühestens mit meiner nächsten Taktflanke kommen kann. Also was die maximal mögliche Taktrate FS Max ist.
Und ich habe auf einem typischen Chip oder auf einem FPGA habe ich ganz viele von diesen Logikwolken, weil ich ja normalerweise auch ganz viele Vergleichsoperationen, Rechenoperationen habe. Und an irgendeiner Stelle werde ich jetzt zwischen zwei Registern den, sagen wir, den dicksten Batzen Logik haben, der am längsten Zeit braucht. Und das ist das, was man den kritischen Pfad nennt. Weil, wenn ich die Taktfrequenz weiter erhöhe, wenn die Taktfrequenz schneller wird als jetzt der Kehrwert von diesem kritischen Pfad, dann kommen die Daten nicht mehr rechtzeitig zur nächsten Clockflanke an und es treten Fehler auf. Und die treten halt als erstes auf an der Stelle, wo der kritische Pfad ist, das heißt da, wo die meine Logik am längsten braucht. Bei der FPGA-Synthese übernimmt unser Synthesetool einen guten Teil dieser Arbeit. Ich muss dazu bei meinem Tool sagen, wie schnell möchte ich denn werden? Weil es macht halt einen Unterschied, ob ich jetzt meine Logik mit 10 MHz oder mit 100 MHz betreibe. Bei 10 MHz kann man gemächliche serielle Addierer beispielsweise verwenden oder serielle Multiplizierer, die kompakt, aber auch sehr langsam sind. Gehe ich zu höheren Taktraten, müssen aufwendigere Architekturen gewählt werden, die mehr parallelisieren, die mehr in die Breite gehen. Das gebe ich beim FPGA-Entwurf, gebe ich das vor, in einem sogenannten Constraints-File, wie schnell mein Entwurf sein soll. Es nicht schnell genug? Dann gibt es ein Verfahren, das nennt man Pipelining. Das heißt, man fügt zusätzliche Register ein und spaltet seine Logik in zwei kleinere Teillogikwolken auf. Und jede von diesen hat natürlich jetzt einen kürzeren, ja, eine kürzere Rechenzeit. Das heißt, wenn ich meinen kritischen Pfad auf die Art aufspalte, dann habe ich jetzt wesentlich kürzeren kritischeren Pfad und kann auf die Art eine höhere maximale Taktrate erreichen. Nachteile sieht man halt auch, man braucht zusätzliche Register. Das ist noch nicht mal das Schlimmste. Aber für viele Anwendungen ist es unschön, dass eine höhere Latenz auftritt. Das heißt, ich kann zwar jetzt schneller takten, aber die Laufzeit hierdurch, die wird dadurch, dass ich jetzt häufiger schalten muss, die wird jetzt eher noch größer als vorher. Und das hängt jetzt von der Anwendung ab, ob das ein Problem ist. Wenn Sie jetzt nur MP3s anhören wollen, dann ist Ihnen das vollkommen egal, ob jetzt der Decoder eine Millisekunde länger oder weniger lang braucht, bis die ersten Takte dann auftauchen. Wenn Sie so ein System in der Rückkopplungsschleife einsetzen, in der Regelung beispielsweise, dann kann diese Latenz dazu führen, dass Ihr System instabil wird. Außerdem kommt dazu, dass ich nicht immer diese Register einfügen kann, ohne dass sich die Übertragungsfunktion des Systems ändert. Können Sie sich leicht vorstellen, wenn ich jetzt hier irgendwas zurückführe, dann ist diese zusätzliche Verzögerung, die hier auftaucht im Pfad, die macht mir dann eine andere Übertragungsfunktion. Gucken wir uns mal an, wie man so einen kritischen Pfad bestimmt. Nehmen wir mal an, fiktives System, bei dem jeder Addierer eine Verzögerungszeit von 2 Nanosekunden hat, jeder Multiplizierer eine von 10 Nanosekunden. Und wenn wir jetzt von diesem System uns den kritischen Pfad suchen, dann muss man von überlegen, von allen möglichen Ausgängen zu allen möglichen anderen Eingängen, und dann schauen, wo jetzt am meisten Rechenoperationen dazwischen liegen. Und was man nicht vergessen darf, dieses System ist ja nicht isoliert. Das heißt, da sind andere Teilsysteme davor und dahinter. Das heißt, man muss sich im Gedanken immer mit berücksichtigen, da ist noch so ein Register davor und da ist noch ein Register dahinter. Das macht unter Umständen den kritischen Pfad aus. Bei dem System hier ist es tatsächlich von diesem Register davor bis zu dem letzten da, wo am meisten Addierer und Multiplizierer drin sind. Ein Multiplizierer, eins, zwei, drei, vier. Genau, jetzt komme ich auf diese vier Additionen, weil dieser eine Addierer hier ist eigentlich, da stecken eigentlich zwei Addierer dahinter. Wenn ich das zusammen addiere, dann komme ich hier auf 4 mal 2 sind 8, plus 10 sind 18 Nanosekunden und der Kehrwert davon sind ungefähr 55 Megahertz. Jetzt haben Sie vielleicht gesagt, so, ja, aber das hier unten, das habe ich gefunden, ist das nicht der kritische Pfad? Da sieht man ja, das macht eigentlich hier keinen Unterschied. Die haben beide einen Multiplizierer und vier Addierer drin. Das heißt, diese kritischen Pfade sind ungefähr gleich lang. Das
Das Synthese-Tool vom FPGA schaut natürlich ein bisschen genauer hin. Das berücksichtigt jetzt noch die Laufzeiten entlang der Pfade und so weiter. Und da wird jetzt einer von diesen beiden wahrscheinlich dann ein bisschen länger sein. Jetzt gucken wir uns im Vergleich dazu zweites System an, transponiertes, mit der gleichen Übertragungsfunktion. Und da finde ich jetzt einen Pfad, einen Multiplizierer, noch einen Multiplizierer, dafür aber 1, 2, 3 addiere. Da komme ich auf 26 Nanosekunden und ich sehe tatsächlich, dass das System hier den längeren kritischen Pfad hat als mein ursprüngliches System und die geringere maximale Taktfrequenz. Das ist jetzt eher ungewöhnlich. Wenn Sie jetzt längere Filter haben, dann ist diese transponierte Form normalerweise schneller als die andere Form. Das liegt daran, dass Sie hier nicht so lange Addiererketten haben. Das ist immer wieder zwischendurch ein Register. Allerdings sehen wir jetzt hier, wie gesagt, wir haben jetzt zwei Multiplizierer, die im kritischen Pfad drin sind. So, das sind nochmal die Dinge, die Sie beachten müssen. Wie gesagt, Pfade vom Eingang und zum Ausgang nicht vergessen. Wenn Sie mehrere Pfade gleicher Laufzeit haben, dann ist das egal, dann können Sie sich einen davon rauspicken. Und auch wichtig, so ein Addierer mit drei Eingängen ist eigentlich, wie gesagt, zwei Addierer. Es gibt in der Logik, gibt es nur Addierer mit zwei Eingängen. Fassen wir das nochmal zusammen. Das war jetzt ein eher kurzes Kapitel. Eine gegebene Systemfunktion können Sie mit verschiedenen Topologien implementieren. Und diese Topologien kann man ineinander umformen mit den Tricks, mit den Methoden, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Und je nachdem, wie ich das umforme, kann sich unterschiedlicher Ressourcenverbrauch ergeben. Das heißt, Sie brauchen vielleicht weniger Register oder mehr oder weniger Mac-Units. Und was eigentlich fast noch wichtiger ist, unterschiedliche Implementierungen haben normalerweise auch verschiedene maximale Laufzeiten, das heißt unterschiedliche kritische Pfade. Und schließlich kann ich diese kritischen Pfade oft, nicht immer, aber oft aufbrechen, indem ich zusätzliche Register hineinsetze und dann bekomme ich eine andere maximale Taktrate. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und damit haben wir das erste Kapitel abgeschlossen. Dankeschön.